Wie gehe ich mit dominanten, fordernden Eltern um? Dieses spannende Seminarthema hatte ich heute mit Studentinnen der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Wenn dich das Thema auch interessiert, dann kommen hier die drei Schlüssel, die aus meiner Sicht helfen, die Situation gut in den Griff zu bekommen. Der erste Schlüssel, den wir da in der Hand haben, ist eine milde Betrachtung dieser Eltern. Denn schauen wir uns mal an, wie es die Natur eingerichtet hat. Wenn wir Kinder haben, dann verteidigen wir diese Kinder auf Biegen und Brechen, egal ob das richtig oder falsch ist. Wenn unsere Kinder kritisiert werden, werden wir zur Löwenmama oder zum Löwenpapa. Und das werden wir deswegen, weil wir unsere Kinder so sehr lieben. Und das ist eigentlich etwas Schönes. Ebenfalls Verständnis sollten wir dafür haben, dass Löwenmamas und Löwenpapas das Beste für ihr Kind wollen. Sie wollen die bestmöglichste Förderung und sie haben das Gefühl, dass alles sich um ihr Kind drehen muss. Und das ist ebenfalls total richtig und wichtig so. Sie lassen sich auch nicht sagen, was sie zu tun haben, denn sie tragen ja die Verantwortung. Das heißt überhaupt nicht, dass das richtig ist. Das möchte ich damit definitiv überhaupt nicht sagen, aber ich möchte sagen, dass es normal ist und dass es dazugehört, für das sein Kind zu kämpfen. Und deswegen sieh es den Eltern bitte nach, dass sie so kämpferisch sind. Und wenn du dieses Mindset hast, dass du weißt, okay, das sind eigentlich die guten Eltern, die kämpfen und fordern und das Beste wollen, dann gehst du ganz anders in so ein Gespräch hinein. Wenn ein Elternteil dominant und fordernd ist, heißt es aber nicht nur, dass da ganz viel Liebe ist, sondern auch, dass du mit einem Menschen zu tun hast, der sehr schnell nach vorne gehen möchte. Und das funktioniert immer dann gut, wenn du dieser Person zeigen kannst, dass ihr in die gleiche Richtung rudert. Es geht ja darum, dass du auch möchtest, dass das Kind seine Ziele erreicht und im Kindergarten und der Schule gut klarkommt. Und deswegen muss dein Gegenüber verstehen, dass du eine Unterstützerin oder ein Unterstützer bist und ihm hilfst, nach vorne zu kommen. Dann ist aus dem Gespräch sofort die negative Energie draußen. Dieses Gefühl kannst du beim anderen auslösen, indem du lächelst, nickst und sowas machst wie aber natürlich auch ganz besonders, wenn du diese bestärkenden Sätze auch sagst, zum Beispiel, wir wollen beide nur das Beste für ihr Kind. Selbst wenn du jetzt ein positives Mindset zu dominanten, fordernden Eltern hast und auch schaffst, dass die Menschen merken, dass du mit ihnen in einem Boot sitzt, kann es passieren, dass du dich unsicher fühlst, wenn jemand sehr dominant und fordernd auftritt. Und was da wirklich richtig gut hilft, ist ein stabiler Stand. Also beide Beine auf den Boden, das Gewicht auch auf beide Beine verlagern, stabil stehen, hier offen sein und Stirn bieten, führt dazu, dass du sehr souverän aussiehst und schickerweise dich auch gleich souveräner und stabiler fühlst. Der dritte Schlüssel ist, nutzt die Kraft deiner Persönlichkeit. Also guck mal, wie tickst eigentlich du und wie löst du Konflikte im Alltag? Bist du zum Beispiel eine sehr offene, herzliche Person und kannst gut Menschen aufheitern, dann sag etwas Aufheiterndes. Bist du eine sehr empathische, verständnisvolle Person, dann zeige Verständnis. Bist du ein Zahlen-, Daten-, Faktenorientierter, sachlicher Typ, dann nenne die Fakten. Sage aber im Kindergarten, ist das und das und das passiert. Also konzentriere dich auf deine Stärken und nutze deine Stärken in schwierigen Gesprächen. Du wirst sehen, wenn du in deiner Kraft bist, wird das Gespräch positiv weitergehen. Das ist jetzt nur eine ganz grobe Zusammenfassung. Wenn du es wirklich natürlich gut machen möchtest, kannst du noch viel tiefer in die Thematik einsteigen. Aber ganz grob hoffe ich, dass diese drei Schlüssel dir schon dafür helfen, dass du dich in Gesprächen sicherer und besser fühlst und keine Angst mehr vor dominanten und fordernden Eltern hast. Betrachte sie mit Milde. Und hier zum Schluss noch ein lieber Gruß an die Studentinnen und Studenten der Dualen Hochschule. Das hat super Spaß gemacht heute mit euch. Und wenn ihr noch Learnings habt, die ihr aus dem Seminar mitgenommen habt, postet sie doch gerne hier unter die Kommentare, denn dann helft ihr den Kolleginnen und Kollegen weiter. Ganz liebe Grüße und wir sehen uns bald wieder. Ciao.